Ich bin ja schon so gespannt, wie es weitergeht mit dem dritten Teil von 50 Shades of Grey, dieser großen Saga über missbräuchliche Liebe, Stalking und so ein bisschen Popo verhauen. Ganz wenig Popo verhauen. Dreh dich um. Gehen ins Spielzimmer. Man muss diesem Film doch zugestehen, er ist sehr, sehr interessant. Aus zwei Gründen. Erstens, wenn man Trash-Liebhaber ist wie ich, hat man hier sehr, sehr viel Spaß dran, denn das Drehbuch wurde geschrieben von E.L. James Ehman und er hat alles reingepackt, was die Fans gerne mögen. Also wenn ihr Fans seid, ihr kriegt alles, was ihr braucht. Wenn ihr eher so irritierte Menschen seid wie ich, kriegt ihr trotzdem alles, was ihr braucht, auch wenn es was anderes ist. Aber mal abgesehen davon fand ich, hatte ich gestern so eine Art Heureka-Effekt in diesem Film, als ich ihn gesehen habe. Denn jetzt verstehe ich tatsächlich, warum es sehr, sehr viele Menschen gibt, die Donald Trump in all seiner obszönen Reichheit als jemanden empfinden, zu dem man hochschaut und dem man nachstreben möchte, jemand, der es geschafft hat. Denn diese Art von Reichtum, wie die in 50 Shades ausgestellt wird und hier noch schlimmer als in den zwei davor, okay, ist so pervers, ekelhaft und obszön und so over the top und zu viel, ja, also mehrere irgendwie Yachten, Privatflugzeuge, Helikopter, nicht nur seine riesengroße Penthouse-Wohnung, sondern jetzt auch noch ein riesengroßes Haus dazu, etc. Also es hört überhaupt nicht auf, dass so eine Sachen konstant reingehalten werden. Wir reden noch nicht von den ganzen Handys, Laptops, etc. Aber daran kann man unglaublich gut erkennen, was reich sein für ein bestimmtes Klientel bedeutet. Ja, und es geht wirklich um die ganzen Statussymbole over the top und das auf eine Art darzustellen, wo ich genau weiß, warum das große goldene Penthouse-Apartment von Trump für diese Leute erstrebenswert ist. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Also sozusagen von einer soziologischen Sicht aus gesehen, ist es ein Film, da kann man sehr, sehr viel darüber erfahren, wie bestimmte Leute ticken. Also 50 Shades of Grey Teil 3 als soziologische Analyse der Trump-Wähler. Das kann man sich da rausholen. Der Rest ist eher so, ja, okay. Vor allem die Thriller-Elemente sind wirklich lächerlich und machen gar keinen Sinn. Also dafür würde ich jetzt nicht hineingehen. Und auch der kinky BDSM-Sex, also vernachlässigbar, bis inzwischen tatsächlich langweilig, weil die machen immer das Gleiche in der gleichen Position. Das dauert maximal 2 Minuten, er kommt sie nicht und das war's. Also das wollte ich gerade sagen, das kriege ich auch zu Hause. Naja, also im übertragenen Sinne. Es ist kalt in dem Reservat Wind River in Wyoming, eiseskalt. Dort arbeitet der Fährtenleser Corey Lambert und eines Tages entdeckt er die Leiche einer jungen Frau. Es handelt sich bei ihr um die beste Freundin seiner Tochter, die ebenfalls vor einigen Jahren verschwunden ist. Und zusammen mit einer unerfahrenen FBI-Agentin macht er sich daran, den Mörder zu finden. Du bist ihm also nie begegnet? Nein. Und sie hat nie über ihn gesprochen? Nicht mit mir. Und weshalb lassen Sie Ihre Tochter bei jemandem wohnen, dem Sie nie begegnet sind? Dessen Namen Sie nicht mal kennen? Sie war erwachsen. Gerade mal so. Und ich hab dein Opa. Oh. Entschuldigung, was heißt das? Nichts Gutes. Hören Sie. Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich versuche nur zu verstehen, was passiert ist, Mr. Hansen. Ich will Ihnen helfen. Warum fängt eure Hilfe immer mit Beleidigung an? Taylor Sheridan versucht, von dem Leben der Native Americans in Wyoming zu erzählen. Dafür benutzt er aber einen weißen Wildhüter und ja, eine weiße, unerfahrene FBI-Agentin, ja, die uns quasi durch diese Geschichte führen. Und das wird, je länger der Film geht, wird es immer irritierender, weil es gibt den besten Freund von der von Jeremy Renner gespielten Hauptfigur, ist ein Native American und wäre wunderbar für seine Rolle gewesen. Und man fragt sich immer die ganze Zeit, warum? Also warum brauchen wir diese beiden weißen Menschen, die uns da das Leben, die Härten dieses Lebens, die Nachteile und die Begrenztheit schildern?
erinnern. Ja, also hat natürlich mit dieser Hollywood-Idee zu tun, dass man Leute wie Jeremy Renner braucht, um sozusagen die Leute ins Kino zu locken und so weiter. Aber es ist trotzdem vor allem an diesem Film ersichtlich, wie völlig irritierend und dämlich das ist, wenn man einen Cast hat mit Native Americans, die alle wunderbar sind und die im wahrsten Sinne des Wortes an den Rand der Kadrierung gedrängt werden und dort so ein bisschen stattfinden dürfen, obwohl es eine im Kern indigene Geschichte ist, über was genau dort passiert. Und das ist so, das kann man dem Film wirklich nicht verzeihen. Ja? Und am Anfang war ich noch irritiert, am Ende war ich regelrecht erbost. Und das ist auch nicht das einzige Problem von dem Film. Hinzu kommt noch, dass Sheridan versucht, so Western mit Thriller-Elementen zu kombinieren, und das geht in dem Fall einfach nicht auf. Ich bin ja bekanntermaßen, halte ich ihn schon für sehr talentiert, gerade als Drehbuchautor. Und man kann auch nicht sagen, das ist jetzt irgendwie daran nicht, dass er das erste Mal Regie führt, sondern hier stimmt tatsächlich einfach schon die Geschichte nicht. Mhm. Was wirklich sehr schade ist, weil alle Beteiligten, die spielen schon gut. Jeremy Renner macht seine Sache gut, Elizabeth Olsen macht ihre Sache gut. Es gibt tolle Landschaftsbilder, das muss man wirklich sagen, aber so richtig ist das nicht gelungen, was wirklich sehr schade ist. Die 36-jährige Frieda will unbedingt ein Kind. Seit 2 Jahren versuchen sie und ihr Freund Tobias es schon, aber es will einfach nicht klappen. Nun hat Tobias die Nase voll und verlässt sie. Damit hat Frieda 3 Probleme. Immer noch kein Kind, keinen Mann, mit dem sie es zeugen kann, und auch kein Geld für eine künstliche Befruchtung in den Niederlanden. Sportlehrerin. Genau. Das sieht man gar nicht. Also ich meine, man würde es nicht denken, man würde es nicht merken. Eine Frau, die ein Kind haben möchte und es aus verschiedenen Umständen und Gründen nicht klappt, das klingt gleich, als ob man das in die Kategorie und Ecke Frauenfilmen werfen muss. Das stimmt. Und jetzt mal abgesehen davon, dass die Kategorie an sich natürlich schon totaler Blödsinn ist, macht dieser Film aber, glaube ich, gerade für Männer sehr viel, weil er tatsächlich vorführt, wie das ist, wenn eine Frau seit 2 Jahren versucht, ein Kind zu bekommen und es klappt nicht. Und so nach und nach ihre ganze Wahrnehmung wirklich nur noch darauf gerichtet ist. Ja. Also es gibt für sie nur noch dieses eine Thema, und sie sieht überall nur noch Mütter und Familien, sie sieht Schwangere, sie sieht Babys. In ihrem Freundeskreis haben tatsächlich auch schon alle ein Kind. Und man merkt, wie sich diese Fokussierung in den Alltag einschleicht. Und bei ihr nun wirklich zu teilweise, extremen Ausmaßen. Sie ist Sportlehrerin, und regelmäßig sagen Mädchen zu ihr, sie könnten an dem Sportunterricht nicht teilnehmen, weil sie ihre Periode haben. Das heißt, sie schreibt sich auf, wann die ihre Periode haben, damit sie nicht jede Woche ankommen. Aber sie fängt dann auch an, daraus die fruchtbaren Tage zu berechnen. Was natürlich die Schüler, als es rauskommt, und deren Eltern nicht lustig finden. Und das ist sicherlich eine extreme Ausformung, aber es zeigt nochmal so diesen Wahn. Und das gelingt dem Film wirklich sehr, sehr gut. Er ist auch sehr gut besetzt. Alle Schauspieler sind toll. Karin Röwer als Hauptdarstellerin ist, finde ich, eine richtige Entdeckung. Das stimmt. Aber man muss auch sagen, dass die Hauptfigur, die ist ein bisschen spröde angelegt, was eigentlich in Ordnung ist, aber es ist, glaube ich, eine zusätzliche Hürde, um in diesen Film reinzukommen. Und es fehlt ihm am Ende, geht ihm so ein bisschen die Luft aus. Also ich finde es gut, es gibt nicht in dem Sinne einen Abschluss oder eine Lösung, aber dieses Bild, das als Abschlussbild gewählt wird, das deutet sich einfach schon zu lange an. Und deswegen finde ich schon, man sollte dem Film durchaus eine Chance geben. Aber es ist jetzt auch keine, den muss man gesehen haben, Empfehlung.